Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem heutigen SG Active Trading. Mein Name ist Holger Fertig und ich bin Produktexperte für Zertifikate und Optionsscheine hier bei der Société Générale. Und wir sind die Austräger dieses Webinars. Und umso mehr freue ich mich, heute Abend die Trading-Gruppe hier zu haben. Das sind Ingmar Königshofen und Stefan Feuerstein von Börse Daily und René Wolfram von realmoneytrader.com. Wie immer mit der Trading-Gruppe behandeln wir Swing Trading mit Vorfiltern. Das heißt, wir schauen uns heute zwei Basiswerte an und versuchen darauf eine Trade-Idee durchzuführen bzw. zu analysieren und zu schauen, ob diese drankommt oder nicht. Und ja, für Ihnen auch vielleicht eine Möglichkeit zu geben, daran zu partizipieren. Wir zeigen heute eine DAX-Long-Strategie und eine US-Dollar-japanischer Yen-Short-Strategie an. Und soweit wird es spannend. Ganz kurz, bevor ich an die Kollegen gebe, das Webinar richtet sich an kundige Selbstentscheider mit Erfahrung im Bereich Hebelprodukte. Und die hier besprochenen Produkthinweise zu diesen Hebelprodukten erfolgen lediglich zu Demonstrationszwecken. Das ist also keine Empfehlung oder auch keine Anlageberatung, die wir hier betreiben. Dass Hebelprodukte ein hohes Risiko, insbesondere das Totalverlustrisiko bei Erreichen des Knockouts haben, sollten Sie wissen, aber auch die wertlose Fälligkeit von Optionsscheinen am Ende der Laufzeit, wenn diese nicht im Geld liegen, ja, sollte in Betracht gezogen werden. Und zu guter Letzt gibt es auch noch das Ausfallrisiko des Emittenten, das sogenannte Emittentenrisiko. Noch ganz kurz zu uns. Wer sind wir? Was machen wir? Außer Zertifikate und Optionsscheine haben wir noch ganz viele Services. Zunächst einmal können Sie uns kontaktieren unter der 0800 818 30 50 von 8 bis 18 Uhr, falls Sie Fragen haben. Ansonsten haben wir ganz viele Newsletter. Wir haben ein monatliches kostenloses Magazin, das wir anbieten, das Sie abonnieren können, aber auch einen Börsen-News-Kanal über Telegram und viele andere interessante Informationen, darunter auch ein Newsletter, der von Ingmar Königshofen geschrieben wird, der Ideas Exo, der jetzt hier nicht aufgeführt wurde. Aber ja, in dem Rahmen übergebe ich und wünsche ja, den Kollegen schönen guten Abend. Hallo Ingmar, hallo René, hallo Stefan. Hi, Servus Holger, grüß dich und natürlich auch von uns einen wunderschönen guten Abend in die Runde. Freut uns, dass wir heute wieder mit hier von der Partie sind und du hast es gesagt, genau, es gibt den Exo-Newsletter, der erscheint jeden Dienstag und dort wird immer eine Strategie vorgestellt mit einem exotischen Hebelprodukt, also mit einem Stay-High-Optionsschein zum Beispiel oder einem Stay-Low oder einem Inline-Optionsschein. Also, wenn man da Interesse hat, sich das Ganze einfach mal anzuschauen, kann man das ja auf der Seite, die eben angezeigt wurde, dort direkt sich anschauen oder eben auch per E-Mail kostenlos das Ganze abonnieren. So, kommen wir jetzt aber zu dem Webinar von heute beziehungsweise zum Webinar vom letzten Mal. Auch heute werde ich wieder einen kurzen Rückblick geben. Wir hatten beim letzten Mal zwei Strategien vorgestellt, einmal auf WTI und einmal auf Gold. Bei WTI hatten wir am 10.11. gesagt, dass es sich anbietet, kurzfristig eine Short-Positionierung einzugehen, weil es aufgrund verschiedener Vorfilter, die René aufgezeigt hatte, so angezeigt war. Limit, dort sollten wir einsteigen mit einem Limit bei 81,50 in den Short mit den Zielen bei 80, 78, 75, 67, 50 und 65 US-Dollar und einem Stop bei 84. Ganz unten sieht man aktueller Kurs 68,12. Und jetzt wollen wir im Chart schauen, wie das funktioniert hat. Hier wieder eingekreist der Tag des Webinars in Blau. Das Limit hat gegriffen bei 81,50, kann man hier am nächsten Tag nochmal wunderbar sehen. Und dann ging es 3, 4 Tage erstmal seitwärts und dann kamen die ersten Abwärtsbewegungen und natürlich dann mit dem ja, deutlichen Abrauschen nochmal am Aktienmarkt, auch der WTI-Preis, deutlich unter Druck gekommen und alle Kursziele wurden hervorragend abgearbeitet. Zunächst die 80, dann die 78, dann die 75 und dann mit diesem starken Abverkauf nochmal die 67,50 und die 65. Also es ging jetzt sehr schnell, nicht mal einen Monat her und alle Kursziele sind abgearbeitet und das ist natürlich eine sehr positive Nachricht. Dann hatten wir noch eine Goldstrategie vorgestellt. In diesem Falle haben die Vorfilter angezeigt, dass wir uns long positionieren sollten. Hatten wir auch länger darüber gesprochen. Die verschiedenen Edelmetalle sind jetzt rein saisonal betrachtet im Long-Modus.
Und wir sollten hier laut Stefan einsteigen mit einem Limit bei 1810, mit den Zielen bei 1850, 1910, 2000 und 2070 US-Dollar und einem Stop bei 1710. Wir sehen aktueller Kurs von eben 1783 und auch das wollen wir uns mal kurz angucken. Ich hoffe, man kann es einigermaßen hier erkennen. Wir haben hier, upsala, jetzt habe ich es gerade weggemacht. Jetzt muss ich mal schauen nochmal. Jetzt wollte ich gerade mit so einem Marker das mal kurz mich aufzeigen und dann habe ich auf den falschen Knopf gedrückt. Also hier, da war der Tag des Webinars und wir sind dann nach dem Rücksetzer, es gab ja einen deutlichen Rücksetzer, zu diesem Zeitpunkt in die Long-Position reingekommen mit dem Limit bei 1810 und jetzt sind wir knapp hinten mit der Position. Ich habe ja gesagt, wir befinden uns ungefähr bei 1780 US-Dollar aktuell. Also da ist nicht viel passiert. Der Stop liegt bei 1710, das erste Kursziel bei 1850 und nochmal die weiteren Kursziele 1910, 2000 und 2070 US-Dollar. Und bevor wir jetzt mit den neuen Strategien für diese Woche starten, Stefan, übergebe ich dir kurz das Wort, damit du nochmal kurz ein Update geben kannst für WTI, aber auch für Gold. Gerade bei WTI sind alle Kursziele abgearbeitet. Da ist natürlich die Frage, was sich jetzt hier anbietet. Einfach mal abwarten oder würde sich eventuell schon eine Long- oder eine weitere Short-Strategie anbieten. Jawohl, hallo nochmal von meiner Seite und ich beginne, weil du damit ja geendet hast, erstmal mit dem Goldpreis hier in der wöchentlichen Betrachtung und da sieht man, wir sind im November nach oben ausgebrochen über diesen Abwärtstrend, sind dann allerdings jetzt wieder zurückgefallen und jetzt wird es eben spannend, hier bei rund 1750 haben wir eine Unterstützung drin, die nicht nachhaltig unterschritten werden sollte. Wir hatten ja den Stoppkurs bei 1710 platziert und damit auch unter diesem kleinen Zwischentief hier. Hintergrund ist, wir haben ja jetzt in Europa 4,9% Inflationsrate. Das ist wirklich ein beachtliches Niveau und es ist davon auszugehen, dass die Inflation auch in den nächsten Monaten weiter ansteigen wird, beziehungsweise zumindest das hohe Niveau halten wird, auch wenn diese temporären Einflüsse wieder herauskommen, ist ja das Problem, dass wir den Vergleich mit der aktuellen Teuerungsrate mit dem des Vorjahres, wenn das im letzten Jahr sehr niedrig war und dann ergibt sich natürlich ein größerer Sprung nach oben, das wird sich im kommenden Jahr dann bereinigen. Dennoch, wie gesagt, wenn die Inflation hoch ist, ist Substanz gefragt und insofern auch Gold und deswegen ist allein von der Seite her der Goldpreis weiterhin interessant. Dazu kommt ja jetzt noch die Saisonalität, die dann für Edelmetalle spricht. Und insofern, selbst wenn wir jetzt da noch ein kleines Stück zurückgefallen sind, solange eben der Stoppkurs bei 1710 nicht klar unterschritten wird, gehen wir immer noch von einer Aufwärtsbewegung aus, die eben dann mittelfristig sein kann, sodass wir dann auch in den kommenden Monaten die Ziele dann hoffentlich dann eins nach und nach abarbeiten werden. Dann kommen wir zum Ölpreis, Sorte WTI. Ja, das war hier, der Einstieg war hier im Prinzip perfekt mit dem, ich zoome das mal so ein bisschen näher hin, dann kann man da mehr erkennen, mit dem Rücksetzer unter dieses Zwischenhoch im Bereich 76, 77 Dollar hat sich da noch ein weiteres Verkaufssignal ergeben, dann sieht man hier, die 75-Dollar-Marke war durchaus eine kleine Unterstützung. Da sind wir auch ganz klar drunter und jetzt schauen wir uns da die letzten markanten Tiefpunkte an. Wir haben hier im Bereich 62 Dollar, haben wir noch so eine kleine Unterstützung drin und dann wird es spannend, wenn wir da an die Region von 57 Dollar hinfallen. Spätestens da sollte der Kurs halten. Wenn es denn nicht der Fall ist, dann ergibt sich dann trendfolgendes Verkaufssignal, wo dann nochmal ordentliches Korrekturpotenzial eröffnet. Vom Hintergrund ist es so, der Einbruch ist in dieser Woche besonders heftig, weil eben die Sorge umgeht um diese Omikron-Variante des Coronavirus. Da ist noch zu wenig bekannt. Allerdings haben die Anleger schon Angst, dass diese Variante, diese Mutante eben aggressiver sein kann, dass man sich leichter anstecken kann, dass der Verlauf eben schlimmer sein könnte und letztendlich, dass die
bisherigen Impfstoffe dann da nicht mehr so wirken. Das sind eben die Sorgen, die die Anleger momentan haben. Und wenn das wirklich so eintritt, dann würde das dann natürlich dann auch sich auf die Wirtschaftsentwicklung auswirken. Das heißt, der konjunkturelle Verlauf würde damit abgebremst werden. Und insofern würde dann auch weniger Rohöl nachgefragt werden. Soweit der Hintergrund, wieso es nach unten geht. Jetzt wird es eben spannend, bewahrheiten sich diese negativen Sorgen irgendwo, dann ist davon auszugehen, dass der Ölpreis noch weiter an Wert abgibt. Hält sich das Ganze allerdings auf, dass eben die Vakzine ja einen hohen Wirkungsgrad haben oder dass eben der Verlauf milder ist, dann würde auch wieder ja, die Hoffnung auf eine konjunkturelle Erholung weiter gestärkt werden und damit sollte dann der Ölpreis auch weiter anziehen. Also wie gesagt, wir sind ja momentan in der Schwebe, ist abhängig davon, was eben für Nachrichten kommen in Bezug auf diese Omikron-Variante, von dieser Mutante. Die Kursziele haben wir im Prinzip abgearbeitet, deswegen würde ich es jetzt so machen, dass der Stoppkurs, da gehe ich nochmal in die Stundenebene rein, da kann man mehr erkennen. Und zwar haben wir hier fallende Hochpunkte und ich würde den Stoppkurs dann knapp über das letzte Zwischenhoch platzieren. Das heißt, Stoppkurs nachziehen hier irgendwo auf 71 US-Dollar und dann trendfolgend eben dran teilhaben, dass es da tatsächlich nochmal einen weiteren Rücksetzer gibt. Eine andere Variante wäre auch, dass man sagt, okay, Stoppkurs 71 und man nimmt einfach mal die Hälfte der Position zum Verkauf, nimmt da mal Gewinne mit, dann hat man das Risiko geringer, denn wie gesagt, was da jetzt in den nächsten Tagen an Nachrichten kommt, sollte dann auch zu einer dynamischen Bewegung beim Rohöl führen und da wäre es vielleicht ganz sinnvoll, wenn man da nicht mehr volles Risiko fährt, sondern wie gesagt, da einen Teil Gewinn mitnimmt und für den Rest dann den Stoppkurs auf 71 Dollar nachzieht. Soweit zum Update für Öl und Gold und damit, Ingmar, übergebe ich dann schon wieder an dich zurück. An den René übergeben wir direkt, weil dann können wir nämlich starten mit den neuen Werten. Genau, auch von mir hallo in die Runde und wir starten mit dem Yen. An der Stelle müssen wir ein bisschen aufpassen, weil wir sprechen über den Yen, aber wir schauen jetzt hier zunächst einmal auf den saisonalen Chart für US-Dollar-Yen. Das heißt also, wir müssen uns immer bewusst machen, weil viele Produkte, die auch emittiert werden, ich würde mal aus meiner Warte sagen, die meisten lauten auf US-Dollar-Yen. Das heißt also, der US-Dollar steht vorne. Worauf wir hier setzen ist, oder was wir auch hier saisonal in dem Chart sehen, ist eine Abwärtsbewegung vom US-Dollar-Yen, also der Dollar wertet gegenüber dem Yen ab. Hier ab Anfang Dezember, das ist dieser Part hier, ich markiere es gerade mal mit dem Laserpointer hier, dieser Abschnitt, das heißt, der US-Dollar verliert gegen den Yen im Durchschnitt in dieser Jahreszeit zwischen Anfang Dezember und Ende Dezember. Das ist Schwäche im Dollar und das bedeutet im Umkehrschluss Stärke im Yen. Jetzt gleich wird es ein bisschen einfacher, weil wir dann auch die richtige Perspektive sehen. Wir schauen jetzt hier auf den japanischen Yen. Das ist also Yen gegen US-Dollar. Da steht der Yen vorne und dann der Schrägstrich und dann kommt der US-Dollar. Da sehen wir, dass der Yen in den letzten, ja, im Prinzip Monaten seit Jahresbeginn ziemlich konstant gefallen ist. Und wir haben jetzt aber eine außergewöhnliche Situation, nämlich wir sehen, dass die Commercials mit 116.225 Kontrakten netto long sind. Das ist also ein sehr, sehr starker Überhang von Long-Positionen gegenüber Shorts in diesem Lager. Und die Commercials, das sind natürlich große Banken, das sind aber auch Rohstoffhändler, die in diesem Währungsraum Hedgings betreiben. Und die haben naturgemäß ein ganz gutes Näschen, die haben ein ganz gutes Gespür. Wenn wir uns mal anschauen, was in der Vergangenheit passiert ist, wenn die Commercials in ähnlichem Ausmaß eine ungefähr ähnlich große Nettoposition hatten, das war zum Beispiel hier 2007, Anfang 2007, da hat der Markt ein lokales Tief ausgebildet, hat dann anschließend nach oben reagiert. Das sieht jetzt nicht viel aus, aber das waren auch 4-5%, die es erstmal gab.
Und ein paar Monate später setzte dann eine richtig große Bewegung ein, wo der Markt dann immer innerhalb der nächsten 2 Jahre um 30, 40% gestiegen ist, also der Yen deutlich aufgewertet hat. Und dann hatten wir das Ganze 2013 auf 2014, auch da vorher einen Absturz. Dann ist der Markt, der Yen von 95 auf knapp 1,0 gestiegen. Auch jetzt keine riesige Bewegung, aber wenn man das natürlich mit einem gehebelten Produkt handelt und man hat einen Anstieg von 5, 6%, meistens, wenn ich jetzt zum Beispiel Währungsprodukte handle, das muss natürlich jeder für sich entscheiden, aber bei mir sind die Hebel meistens so irgendwas zwischen 10 und 20. Und wenn ich eine Bewegung von 5% mitnehmen kann, die werde ich natürlich nicht komplett perfekt timen können, aber wenn ich in dieser Größenordnung bin und habe einen Hebel von 10, sagen wir mal, dann ist das ja schon mal Pi mal Daumen ungefähr 40, 50% auf den Einsatz, die man damit mitnehmen könnte, wenn man das einigermaßen vom Timing her hinbekommt. Und dann hatten wir hier 2017 so eine vergleichbare Situation. Auch da gab es eine Erholung. 2018, auch da gab es eine Erholung. Und jetzt haben wir eben diese Konstellation, die bullischste der letzten 3 Jahre im Grunde ist. Und das bedeutet, wir haben hier von dieser Warte aus COT-Daten auf jeden Fall einen positiven Faktor. Das spricht dafür, dass der Yen aufwerten kann gegenüber dem Dollar. Saisonalität haben wir eben gerade gesehen. Gucken wir nochmal ganz kurz drauf, um das auch nochmal zu festigen. Saisonalität zeigt, dass der US-Dollar gegenüber dem Yen abwertet. Wenn wir das Ganze jetzt einfach umdrehen würden, also den Chart auf den Kopf stellen würden, dann würden wir die Perspektive einnehmen, die wir jetzt hier gerade bei den COT-Daten hatten. Das heißt, dann würden wir eben einen steigenden Yen hier sehen. Und was auch noch ein ganz wichtiger Faktor ist, wenn man den Yen handelt, was gar nicht so viel beachtet wird, vielfach, ist, dass der Yen sehr stark korreliert ist mit den amerikanischen Anleihen, mit den Staatsanleihen. Und das liegt daran, dass Japan der mit Abstand größte Halter von US-Staatsanleihen ist. Ich gucke gerade mal, dass wir das auch das hier nochmal grafisch untermauern können. Das kriegen wir hin innerhalb von wenigen Sekunden. Und zwar hier mit dieser Grafik. So, also wir sehen, Japan hat mit großem Abstand, sogar vor China, inzwischen ist der größte Halter von US-Staatsanleihen. Hier oben können wir das sehen. Japan deutlich vor China und dann abgeschlagen kommt UK. Und deshalb natürlich, wenn Japan viele US-Staatsanleihen hält, dann verändert natürlich sich der Wert der Währung, nicht alleine deshalb, aber er verändert sich unter anderem, wenn der US-Bondmarkt sich bewegt. Das heißt, wenn sich der Wert von den US-Staatsanleihen verändert, dann ist das natürlich auch ein Faktor, der einen Wert des Yen verändern kann. Wenn wir eine Firma besitzen, die in, keine Ahnung, die in Gold investiert, meinetwegen, und wir haben sehr, sehr viel Gold auf Lager und der Goldpreis verdoppelt sich. Naja, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, wenn wir jetzt nicht kompletten Mist bauen in unserer Firma, wenn wir jetzt primär mit Gold handeln, wenn das unser Hauptgeschäft ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Wert unserer Firma sich auch verteuert. Und das Gleiche ist hier natürlich auch gegeben. Deshalb ist es immer auch noch ein wichtiger Faktor. Neben der Saisonalität und neben den COT-Daten ist es auch noch ein wichtiger Faktor zu schauen, wie sieht es denn intermarkettechnisch aus? Werten die US-Anleihen gerade auf oder werten die gerade ab? Wenn sie abwerten würden, wäre das eher ein Belastungsfaktor für den Yen. Kann man sich auch, wenn man sich die Charts zum Beispiel untereinander legen würde, dann würde man sehen, dass die Korrelation sehr, sehr hoch ist. Das heißt, also wenn der Bondmarkt fällt, dann fällt typischerweise auch der Yen und wenn der Bondmarkt steigt, dann wertet der Yen auf. Und zuletzt haben wir hier eben gesehen, dass der Yen aufwertet, dass der Bondmarkt, sorry, aufwertet. Und das geht auch einher mit der Aufwertung des Yen, die jetzt hier jüngst einsetzte. Hier sehen wir nochmal den Yen. Dieses Häkchen hier hinten war der Beginn dieser Erholung. Heißt also, wenn man die Vorfilter zusammennimmt, dann spricht vieles dafür, dass der Yen tendenziell vor einer Aufwertung steht. Wie groß die dann vom Ausmaß her ausfällt, muss man abwarten. Aber die Zeichen hierfür stehen von den Vorfiltern auf jeden Fall günstig. Und
Ja, dann ist natürlich im nächsten Schritt wichtig zu schauen, wie schaut es technisch aus, weil Märkte müssen nicht sofort steigen, nur weil die Vorbedingungen ganz günstig sind, sondern das kann auch ein Weilchen dauern. Und deshalb ist die Perspektive, die technische Perspektive wichtig. Und da übergebe ich an den Stefan, der uns da Näheres sagen wird. Jawohl. Und da beginne ich zunächst mit dem Langfristchart. Das ist ein Wochenchart. Das bedeutet, hier ein Balken ist eine Handelswoche und hat man natürlich dann schon eine ganze, ja, ganzes Stück an Historie, wo man dann gucken kann, wo kommt der Kurs denn her, wo geht es denn hin. Und was eben sehr schön zu sehen ist, ist, wir hatten mit dem Beginn des Taperings hier einen Anstieg drin. Da ist der Dollar ist gestiegen. Ist so, wie gesagt, was vor dem Schrägstrich steht, das würde dann steigen oder fallen. In dem Fall steigt eben der Dollar. René hat es dann im umgedrehten Verhältnis gezeigt und da ändert sich aber im Endeffekt ja nichts daran. Aktuell haben wir eine kleine Konsolidierung, da gehen wir nochmal in die Tagesebene rein, dann kann man das etwas besser erkennen. Wir haben so im Bereich um 115 Yen einen Widerstand drin. Da sind wir zwar jetzt zuletzt ganz leicht drüber angestiegen. Ich mache das nochmal weg, dann kann man es etwas besser erkennen. Wie gesagt, hier knapp über die 115 sind dann zurückgefallen und jetzt sind wir auch noch ganz knapp unter das Tief der letzten Tage drunter gefallen. Und da wird es jetzt eben spannend. Wir haben hier steigende Hochpunkte drin in Verbindung mit fallenden Hochpunkten hier unten beim MACD auf der täglichen Basis. Das Ganze nennt sich dann negative Divergenz und ist ein Anzeichen dafür, dass da noch weiterer Verkaufsdruck reinkommen könnte. Auch da gibt es natürlich ja, eine Beziehung zu diesem Omikron-Virus. Der wirkt sich momentan leider auf alles aus, beziehungsweise ist kursbewegend bei verschiedenen Märkten, ja, wenn wirklich dieser Worst Case, was ich vorhin schon erklärt habe, dass die Impfstoffe eben einen geringen Wirkungsgrad haben oder dass das Virus aggressiver ist oder der Verlauf dann eben schlimmer, das Ganze würde dann sich negativ auf die Wirtschaftsentwicklung auswirken. Und wenn das dann eben die US-Wirtschaft darunter leiden sollte, dann ist davon auszugehen, dass die US-Notenbank das Tapering vielleicht aussetzt. Das heißt, man setzt dieses Abfischen der Liquidität aus und das hat eben ja den US-Dollar hier hat es unterstützt. Das war eben diese Aufwärtsbewegung, als die US-Notenbank damit begonnen hat. Und wie gesagt, wenn sich da jetzt Anzeichen dafür ergeben, dass die Wirtschaftsentwicklung schwächelt, und dann ist davon auszugehen, dass der Dollar natürlich ein ganzes Stück weit wieder zurückkommt. Auf der anderen Seite ist es so, wenn sich diese Sorgen als haltlos erweisen in Bezug auf dieses neue Coronavirus, dann ja, ist eher davon auszugehen, dass vielleicht der Dollar nochmal nachgefragt wird. Deswegen habe ich da ein Trading-Setup wie folgt vorbereitet. Wir haben einen Stop-Buy, wenn der Kurs, machen wir ein paar Linien weg, beziehungsweise gehen wir hier nochmal in die Stundenebene rein. Das sieht man einfach mehr, wenn wir da unter die letzten Tiefpunkte drunter fallen. Stop-Buy bei 112,30. Erst dann würden wir short gehen und nach oben hin die Absicherung bei 114,50. Das heißt, das sind wir wirklich über diesen letzten Hochpunkten drüber, können dem Kurs dann noch ein bisschen Schwankungsbreite lassen, bevor da wirklich dann auch der Stoppkurs ausgeführt werden würde. Und jetzt gehen wir nochmal in die Tagesebene rein, um dann die Kursziele besser zu erkennen. Wie gesagt, hier Stopp wäre 114,50, Einstieg die 112,30, dass man sich's besser vorstellen kann. Und die Ziele wären dann zunächst die Region um 111. Da hat der Kurs in der Vergangenheit das erst als Widerstand, dann als Unterstützung bestätigt. Dann im weiteren Verlauf sind wir relativ schnell an den Tiefpunkten vom Sommer im Bereich um die 109 und sollte die nicht halten, dann rückt dieses Tief vom April ins Visier. Das sind wir irgendwo im Bereich um 157 und dann der Vollständigkeit halber, wenn auch die nicht halten soll, dann sind wir relativ schnell dann im Bereich um
105. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir da zwingend davon ausgehen, dass so ein großer Einbruch kommen muss, sondern wie gesagt, die Zwischenziele sind immer wieder Unterstützungen, wo es denn sein kann, dass der Kurs dann wieder dreht. Und dann ist es letztendlich ja davon abhängig, wie eben die Entwicklung in Bezug auf diese Omikron-Mutante weitergeht. Gibt es da positive Signale, Impulse oder eben entsprechend negative? Und da ist dann eben auch die entsprechende Bewegung dann zu erwarten. Bevor ich jetzt an den Holger übergebe, der Ihnen dann zeigen kann, wie man die passenden Produkte für diesen Trade raussuchen lassen kann, wiederhole ich am Ende jetzt nochmal das Trading Setup. Stop Buy haben wir gesagt 112,30. Das heißt, erst wenn die 112,30 unterschritten wird, erst dann eröffnen wir eine Short-Position. Der Ausstieg, der Stoppkurs dann bei 114,50 und die Ziele nach unten hin die 111, 109, 157 und wenn die nicht hält, dann die 105. Soweit von meiner Seite und jetzt übergebe ich an den Holger. Ja, da übernehme ich das doch gerne. Dann schnappe ich mir schnell den Bildschirm an dieser Stelle. Ich hoffe, das hat alles funktioniert. Ich mache das auch noch ein bisschen größer. Ja, auf unserer Seite finden Sie unter dem Tab Produkte die Produktsuche für unsere Produkte. Und in diesem Rahmen nutze ich ganz gerne erst einmal die Suche über die Basiswerttypen. Wie Sie sehen, haben wir alles Mögliche aufgeschlüsselt und hier haben wir dann auch die Währungen und können dann nun unter den verschiedenen Währungen unser Währungspaar suchen und ganz am Ende finden wir dann den US-Dollar, japanischer Yen. Ja, die Kollegen machen es uns heute nicht einfach. Es ist nämlich so, wir haben ja im Endeffekt drei Währungen im Spiel. Alle Produkte sind natürlich in Euro notiert. Das macht natürlich die Suche nach den entsprechenden Einstiegen wesentlich schwerer beziehungsweise komplexer. Na, das ist immer das Thema bei drei Währungen. Wir suchen nach einem Short, der ja, dem entspricht, was die Kollegen gesagt haben. Und was ich ganz spannend fand, war vom René die Aussage der Hebel. Deswegen werde ich heute mal nach dem Hebel suchen. Ja, und zwar ging bei einem Hebel von 10 aus, um das ein bisschen einzugrenzen, mache ich mal einen Hebel 10 bis 11. Ja, und dann werden mir dann auch schon gleich zwei Produkte angezeigt, die hierfür funktionieren könnten. Und ja, wie finden wir jetzt sozusagen den Einstieg? Ich habe mir das mal angeschaut. Wie gesagt, das Problem ist natürlich, dass man auch noch den Euro zum US-Dollar hat, der sich bewegt. Ich schaue mir das aber ganz gerne auch immer an, wie hat sich das Produkt über die letzte Zeit entwickelt, beziehungsweise welche Bewegung im US-Dollar, japanischem Yen, Währungskurs führt zu welchen Veränderungen im Produktpreis. Und man sieht das hier ganz schön, dass im Endeffekt hier der Basiswert, also der Kurs, den wir beobachten, bei 113,168 also ein Optionsscheinpreis von 9,15 mit sich bringt, beziehungsweise in dem Moment, wo wir bei 113,65 oder 66 sind, sind wir bei 8,70. Das sind knapp 0,5 japanische Yen, die 40 Cent im Produkt ausmachen. Das ist jetzt einfach. Wir können es natürlich über die Formel machen, aber das ist natürlich auch wesentlich komplexer. Aber wer jetzt den Stop-Buy sucht, dann der wird ihn finden. Wir sind im Basiswert aktuell bei 112,7650. 112,30 ist ja ziemlich genau diese 40 Cent, ein bisschen mehr. Das heißt, der Stop-Buy wäre in diesem Falle bei diesem Produkt, aber wie gesagt, das muss man sich natürlich für jedes Produkt selber neu ausrechnen, circa bei ja, 9,90 würde ich jetzt so sagen, das wäre der Stop-Buy in diesem Produkt und dann müsste man natürlich das wesentlich mehr beobachten, als das jetzt bei anderen Basiswerten ist. Wie gesagt, die Komplexität der drei Währungen spielt hier mit in den Trade hinein. Ja, so viel, wie man das Produkt findet, dann übergebe ich wieder an die Kollegen. Genau, wir kommen zum nächsten Markt. Da sind wir natürlich in
dem wahrscheinlich populäreren Markt gegenüber dem Yen, nämlich dem Aktienmarkt. Wir wollen über den DAX sprechen, deshalb nicht irritiert sein, dass wir jetzt hier den S&P sehen. Letztlich muss man natürlich ganz klar sagen und auch da ehrlich sein, der DAX hat zwar mal abschnittsweise so ein bisschen ein Eigenleben in der Form, dass er ja mal ein bisschen stärker ist, mal ein bisschen schwächer als die US-Märkte, aber im Endeffekt sind natürlich die amerikanischen Börsen, die amerikanischen Aktienmärkte sind die treibende Kraft. Deshalb ist es jedenfalls für mich klar, dass ich immer von den treibenden Märkten ausgehe und mir natürlich dort auch die grobe Orientierung hole. Das heißt, ich schaue mir an, wie ist es denn saisonal bestellt, beziehungsweise die Saisonalität von den amerikanischen Märkten ist auch deckungsgleich mit dem DAX. Sehr, sehr deckungsgleich, sehr, sehr ähnlich. Und wir sehen Aktien insgesamt, das gilt jetzt nicht nur für den S&P, sondern wir könnten jetzt hier oben auch reinschreiben, Aktienmärkte, westliche Aktienmärkte. Wir könnten auch DAX reinschreiben, das schaut nahezu identisch aus. Da sehen wir, dass diese Zeit zwischen, ja, zweiter Oktoberhälfte bis einschließlich April, das ist die Zeit, in der wir hier die höchste Regelmäßigkeit sehen. Das ist ein saisonaler Chart, der nach Regelmäßigkeit geht. Das heißt, um es auch hier nochmal ganz kurz zu erklären, für diejenigen, die hier von dieser Art der Betrachtungsweise von saisonalen Charts noch nichts gehört haben, wir müssen im Prinzip, hier dürfen wir uns hier nicht an der absoluten Höhe und dem nominalen Trend sozusagen orientieren, weil dann würde man denken, okay, naja, dann kauft man einfach Anfang des Jahres und bleibt bis zum Ende des Jahres drin, das heißt immer long. Nein, hier geht es darum, wann hat der Markt eine regelmäßige Tendenz und in welche Richtung? Und da ist eben dieser Abschnitt hier ab Mitte Oktober, da sieht man, da gibt es eine Tendenz. Und in der Zeit von Januar bis in den April gibt es auch eine Tendenz. In der restlichen Zeit sehen wir, dass das hier seitwärts läuft. Das bedeutet also nicht, so wie man es vielleicht lesen könnte oder interpretieren könnte, dass der Markt steigt, in der Mitte des Jahres seitwärts läuft und dann weiter steigt, sondern es geht nicht um die absolute Höhe, sondern nur darum, wann haben wir eine Regelmäßigkeit für Aufwärtsbewegung. Und das ist eben in der Zeit von Mitte Oktober bis Ende April. In der restlichen Zeit passiert alles Mögliche. Da ist in dem einen Jahr weitere Stärke da, da geht es also weiter nach oben, im anderen Jahr fällt es, in manchen Jahren läuft es seitwärts. Wann immer dieser saisonale Chart, den wir hier nutzen, seitwärts tendiert, bedeutet es nicht, dass der Markt auch seitwärts läuft und auch dieses Niveau, auf dem wir sind, ist völlig irrelevant, sondern das bedeutet nur, dass es dort keine Signifikanz gibt. Das heißt also, diesen Part müsste man eigentlich ausblenden. Imaginär kann man das ja auf jeden Fall machen. Das hier ist der Abschnitt von Mitte Oktober bis in den April. Wenn ich in dieser Zeit, und das ist ja wahrscheinlich auch das, womit die meisten schon sehr, sehr früh in Berührung gekommen sind, wenn Sie sich irgendwie mit Saisonalitäten oder mit Zyklen befasst haben, das ist der Abschnitt, in dem man im Aktienmarkt idealerweise investiert ist. Wenn ich das über 10 Jahre mache, dass ich in dieser Zeit immer investiert bin oder wenn ich das gemacht habe in den letzten 10, 20, 30, 40, 50 Jahren, immer in dieser Zeit investiert, habe ich den Großteil der Bewegung, die die Märkte oder der Großteil der Performance, die die Märkte ja, erzeugt haben oder hingelegt haben, sowohl für den DAX als auch für den S&P mitgenommen. Heißt also, Saisonalität zeigt hier ganz klar, dass wir auf der Long-Seite unterwegs sein sollten zu dieser Jahreszeit. Es gibt so eine kleine Korrekturdelle, so in der zweiten Novemberhälfte, die haben wir jetzt ja auch gerade erlebt. In diesem Fall natürlich jetzt in den letzten Tagen, der fundamentale Grund ist eben dieses Auftreten dieser Variante, die Unsicherheit schürt. Aber im Endeffekt, diese Gründe, die dann auftreten, sind vielfältig. Es hat natürlich immer auch gewisse fundamentale Logiken dahinter. Also gerade solche Phänomene treten natürlich zu spezifischen Jahreszeiten auf. Deshalb, das ist so die grobe Zyklik, ist bis in den April positiv. Dann gehen wir mal eine deutliche Zeitebene höher und schauen wieder auf den Zyklus vom Aktienmarkt. Diese grünen senkrecht gestrichelten Linien, ich mache mal die anderen Linien weg, weil die da nichts zu beitragen, dass wir uns besser orientieren können. Deshalb lösche ich sie mal raus, bevor das jemanden irritiert. Also wir haben hier senkrechte Linien,
die gestrichelt sind, senkrecht grüne Linien. Und das ist ein großer Zyklus oder das sind die Abstände des großen Zyklus im Aktienmarkt. Und zwar gilt das für alle westlichen Aktienmärkte, S&P, DAX, alles Dow Jones, Nasdaq, Eurostoxx, auch die kleineren Indizes hier aus unserer Region orientieren sich grob daran, beziehungsweise können da grob eingeordnet werden. Und wir sehen, dass in der Nähe oder manchmal sogar punktgenau an diesen Zyklusterminen dann auch tatsächlich Trends starten. Wir fangen hier links an. Hier ist in der Nähe ein Aufwärtstrend gestartet. Das ist natürlich bei so einer langfristigen Darstellung. Wir gehen hier bis ins Jahr 1984 zurück. Sieht das natürlich wenig aus hier hinten, aber das ist eine Bewegung von 200 Punkten auf 350 Punkte gewesen. Das ist schon eine Menge, weil das ist ja weit mehr als 50%. Da sind wir bei knapp 70%, die der Markt da hingelegt hat. Hier startete dann auch eine Aufwärtsbewegung, hier auch. Hier gab es eine Seitwärtsbewegung im Anschluss. Hier gab es eine scharfe Rallye anschließend. Hier gab es ja eher eine Seitwärtsbewegung. Hier startete eine Abwärtsbewegung. Hier haben wir kurz darauf eine Aufwärtswelle gestartet. Hier startete eine Abwärtsbewegung. Hier ging es direkt danach nach oben. Hier waren wir schon im Trend. Es ging danach weiter nach oben. Hier gab es genau den Start eines Trends. Hier gab es den Start einer Abwärtsbewegung. Und jetzt haben wir hier jüngst der aktuelle Zyklustermin, der sagt uns eben aus, dass wir hier eine Aufwärtsbewegung bekommen sollen, beziehungsweise die läuft ja schon insgesamt. Und wir zoomen das mal etwas größer, um uns da auch ein bisschen besser zu orientieren. Auf welchem Niveau ist das denn gewesen, beziehungsweise wann war das denn genau? Das ist Ende Juli gewesen, Anfang August. Und bezogen auf den S&P, um uns mal an der Leitbörse in den USA zu orientieren, war das bei 4.300 damals, also so, ja, vom jetzigen Niveau aus so ungefähr 7-8% niedriger war das gestartet. Auch der DAX stand damals deutlich niedriger als jetzt. Also auch vom großen Zyklus her schaut das positiv aus für den Aktienmarkt und speziell auch für den DAX. Und wenn wir den DAX selbst uns mal anschauen, da haben wir jetzt natürlich jüngst eine große Bewegung bekommen mit diesem Absturz in der vorigen Woche. Und da will ich gerade mal ein Setup zeigen. Wir haben eine Strategie im Fundus, die sich Open of Month Counter nennt. Die arbeitet mit Abweichungen vom Monatsöffnungskurs. Und gerade wenn es sehr, sehr große Bewegungen gibt, wie wir es jetzt auch hier gesehen haben, dann neigt der Markt dazu, wenn wir zum Beispiel so einen brutalen Rutsch haben. Wir gucken mal auf die vergangene Woche. Gerade nach diesen großen Kerzen, wenn die aufgetreten sind, dann neigt der Markt zu Konterbewegungen. Das sind, wenn man das jetzt 100 Mal macht, wenn man 100 Mal so eine riesige Wochenkerze, so eine riesige Abwärtswochenkerze nutzt, um einzusteigen, dann wird man in der Mehrzahl der Fälle dort wirklich ganz gute Einstiege gefunden haben. Natürlich wird man auch mal eins aufs Dach bekommen, wo es nicht gut ist vom Timing. Hier zum Beispiel kam dann nochmal eine große Welle nach, beziehungsweise eine große Kerze auch nochmal, allerdings auch nur sehr temporär. Aber aus diesem Grund ist es auch wichtig, dass wenn man etwas an der Börse macht, wenn man eine Strategie anwendet, dass man die nicht einmal anwendet und sie nur noch ein zweites Mal anwendet, wenn es beim ersten Mal geklappt hat, sondern dass man das wieder und wieder macht. Und wenn ich das 10, 20, 30 Mal gemacht habe, hier haben wir eine große Abwärtskerze, direkt danach ging es nach oben und wieder in den Trend über, hier große Abwärtskerze, danach gab es eine Erholungsbewegung, hier bei dieser Kerze da unten auch, bei der vorherigen war das nicht so, weil das hier haben wir jetzt auch schon wieder eine ansatzweise Erholung. Und man könnte jetzt hier weit zurückgehen, würde immer wieder dieses Muster sehen. Wenn die außergewöhnlich großen Abwärtskerzen da waren, dann neigt der Markt in der Mehrzahl der Fälle dazu, einen Boden zu bilden. Natürlich wird man, wenn man jetzt 20 Jahre zurückgeht oder 25 Jahre zurückgeht, wird man auch eine Handvoll Situationen finden, bei denen das ordentlich in die Hose gegangen wäre. Aus dem Grund hat man ja als Instrument einmal die Einsatzhöhe, wenn man mit der so haushält, dass man nicht alles in einen Trade reinbuttert, sondern dass man
20, 30 Trades machen kann oder viel, viel mehr sogar, dann ist das der erste Schritt. Und dann habe ich natürlich auch noch einen Stop, den ich setzen kann, um mich zu schützen für den Fall, dass es tatsächlich mal nicht aufgeht. Das heißt, ich habe zwei Instrumente in der Hand, die ich nutzen kann, um mein Risiko in einem erträglichen Maß zu halten. Aber vom Grundmuster her ist es etwas, was man in jedem Markt, tatsächlich in jedem Aktienmarkt jedenfalls sehen kann. Und speziell im DAX funktioniert das ausgezeichnet. Große Abwärtskerze, ja, extendierende Kerze und dann eine Konterbewegung relativ zeitnah. Das ist also hier das, was typischerweise funktioniert. Und dann kommen wir eben auf die aktuelle Situation nochmal zu sprechen. Und da sehen wir, da gab es eine wuchtige Kerze, diese Wochenkerze, die startete seinerzeit bei 16.180 und der Wochenschluss, der lag bei 15.128. Das heißt, der Markt hat innerhalb von einer Woche, von weniger als einer Woche, hat er über 1.000 Punkte verloren. 1.050 Punkte waren das ungefähr, die per Schlusskurs, zwischen Eröffnung und Schlusskurs verloren wurden. Und typischerweise gibt es eben dann auch Konterbewegungen, die setzten auch direkt ein. Wir haben es jetzt zum Wochenstart schon gesehen. Direkt in den ersten Handelsstunden gab es eine Gegenreaktion. Und man merkt es auch jetzt noch, diejenigen vielleicht von den Teilnehmern hier, die auch im Intraday-Bereich aktiv sind, merken natürlich sicherlich auch heute wieder, dass der Markt hochgradig nervös ist. Es gibt schon ganz muntere Schwankungen, nicht vergleichbar oder noch nicht vergleichbar mit dem, was wir letztes Jahr zwischen März und Mai hatten, weil das war wirklich ja, outstanding. Da gab es nichts Vergleichbares in der Historie. Selbst die größten Crashs haben da kaum mithalten können. Aber es ist auf jeden Fall die größte Volatilität, die wir jetzt in den letzten Monaten oder auch in den letzten 12 Monaten, 12, 15 Monaten hatten. Insofern außergewöhnliche Situation. Für mich bedeutet das immer, wenn die Vola anzieht, dass ich die Einsätze anpasse und zwar nach unten, weil der Markt legt ja sowieso größere Strecken zurück. Das heißt, wenn ich richtig liege und einen Gewinnertrade habe, dann komme ich ja über die Distanz, die der Markt zurücklegt, auf einen entsprechenden Ertrag. Aber ich werde natürlich auch, wenn es stärker schwankt, des Öfteren mal ausgestoppt werden, weil es natürlich dann auch in dem Maß gegen mich schwanken kann. Also fahre ich dann die Einsätze etwas zurück. Aber das, was ja viele machen, und das halte ich aus meiner Sicht jedenfalls, aus der Erfahrung heraus für falsch, ist, dass sie sich dann gar nicht trauen, am Markt zu handeln, weil sie sagen, oh, jetzt schwankt es gerade stark. Schwankungen an der Börse sind wie, ja, wie Wind beim Segeln. Wir brauchen schon auch ganz ordentlich was davon. Man selbst hat es ja in der Hand, wie viel man einsetzt und kann da seine Risiken managen. Insofern halte ich persönlich nichts davon, sich da an der Seitenlinie aufzuhalten, bis dieser vermeintliche Sturm vorbei ist, weil da kriegen wir ja keine Ansichtskarten geschickt. Insofern, wenn man alles zusammennimmt, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, Saisonalität zeigt in dieser gesamten Zeit eigentlich fast durchgängig bis in den April hinein, dass wir die Long-Seite bevorzugen sollen. Wir haben gesehen, dass der große Zyklus auch seit ein paar Monaten wieder einen Aufwärtszyklus anzeigt. Dieser Zyklus, der geht über Jahre hinweg. Insofern also eher die übergeordneten Faktoren auf Swing-Basis oder sogar auf Investment-Basis zeigen hier die Long-Seite an. Und dann haben wir hier auch noch ein kurzfristiges Setup, ein technisches Setup, was ich gerne nutze, nämlich wenn es eine starke, impulsive, große Trendwoche gegeben hat, gen Süden, dann eine erste Tranche auf der Long-Seite reinzunehmen. Und somit sind die Faktoren, die ich hier nutze, COT-Daten gibt es ja für den DAX logischerweise nicht, weil es ein hier gehandelter Markt ist. Somit sind alle Faktoren, die ich hierfür nutze, positiv und sagen mir, dass ich auf der Long-Seite Einstiege suchen soll. Und natürlich macht man das idealerweise nicht blindlings, sondern schaut auch auf die technische Seite, schaut, welche Marken sind interessant. Und da wird uns der Stefan jetzt einen Einblick geben, wie es von der technischen Perspektive aus ausschaut. Genau. Ich beginne wie immer zunächst mit der längerfristigen Betrachtung. Wir haben hier einen Wochenchart vom DAX. Bedeutet, dass eine Kerze eine Handelswoche ist. René hat es hier eben auch schon gezeigt mit der schwarzen Kerze. Die ist bei mir rot.
Ich habe nur den Zeitraum etwas größer gezogen, dass man eben sehen kann, wo die langfristigen Trends herkommen. Interessant ist allerdings vor allem diese Bewegung hier, die wir in den letzten Monaten durchlaufen haben. Wir hatten durch den vorausgegangenen Anstieg eine Überhitzung im DAX. Das sieht man hier unten am MACD auf der wöchentlichen Basis. Und diese Überhitzung ist jetzt im Zuge dieser, naja, nennen wir es mal seitwärts gerichteten Tendenz wegkonsolidiert worden. Wir sind zwar noch nicht auf der Nulllinie oder noch besser im negativen Bereich, dennoch haben wir uns weit von der Überhitzung entfernt, die eben noch Ende März vorhanden war. Und damit schauen wir dann gleich schon mal in die Tagesebene rein. Schön auffällig ist, dass wir bei 15.000 Punkten immer wieder eine Bestätigung gesehen haben in den letzten Wochen und Monaten. Das heißt, diese Unterstützung bei der runden Zahl von 15.000 Punkten kann durchaus als massiv betrachtet werden. Interessanter wird es jetzt allerdings noch, wenn man dann auch noch die 14.8 sich anschaut. Auch da sind mehrere Bestätigungen erfolgt. Zunächst hier im März als Widerstand und dann im weiteren Verlauf immer wieder als Unterstützung, sodass man eben sagen kann, die Region 14.8 bis 15.000 ist eine sehr massive Unterstützungszone. Bedeutet allerdings auch, wenn wir da drunter fallen sollten, und dann haben wir auch ein sehr massives Signal für einen Trendwechsel. Das bedeutet, in dem Fall wäre dieser Aufwärtstrend, der im vergangenen Jahr gestartet ist, dieser Corona-Erholungstrend sozusagen, der wäre dann zu Ende und dann wäre auch mit weiter fallenden Notierungen zu rechnen. Momentan sind wir allerdings drüber. Und René hat schon erwähnt, auf diese sehr negative Wochenkerze haben wir in dieser Woche sogar schon eine leichte Erholung mit drin. Und insofern kann auch diese Bestätigung der Region von 15.000 Punkten durchaus als gelungen betrachtet werden. Schauen wir da nochmal weiter ins Detail rein. Hier zunächst mal mit anderen Indikatoren. Auch der Chart ist etwas detaillierter. Wir haben hier die Bollinger-Bänder auf der einen Seite, dass der DAX nach unten ausgebrochen und mit der aktuellen Gegenbewegung läuft er wieder in diese Bänder hinein. Das ist eigentlich schon ein Anzeichen dafür, dass die Erholung weitergehen könnte. Dann haben wir auf der täglichen Basis hier den MACD mit einem Verkaufssignal. Seitdem ist es da runtergegangen und wir sind jetzt auch hier mittlerweile in einem Bereich angelangt, der durchaus attraktiv wird. Und hier haben wir noch eine Stochastik für die kurzfristigen Betrachtungen. Auch da wird es jetzt allmählich interessant. Und dann gehen wir hier gleich noch eine Ebene tiefer. Ich habe hier zunächst die 3-Stunden-Ebene gewählt, damit ich zumindest so den bisherigen Jahresverlauf im Blickfeld behalten kann. Wie gesagt, wir haben hier bei 15.000 Punkten haben wir eine Unterstützung drin und dann eben bei 14.800 etwa ist die nächste. Bedeutet, wenn wir eine Long-Position aufbauen, dann sollten wir da nicht viel drunter den Stoppkurs platzieren. Für das heutige Trading Setup habe ich mal die 14.700 gewählt. Da ist auch noch eine kleine Schwankungsbreite dann drin. Also die Stoppkurse oder generell die Einstiegs-, Ausstiegsmarken nie genau an den Hochs oder Tiefs machen, sondern immer so ein kleines bisschen Sicherheitspuffer mit zulassen. Dann umgeht man die Gefahr, dass man ungünstig ausgestoppt wird und der Kurs dann, wenn man nicht mehr drin ist, dann doch noch in die richtige Richtung läuft. Deswegen, wie gesagt, hier die 14.700, damit sind wir ganz klar unter diesen Tiefpunkten. Den Einstieg habe ich für den Fall einer kleinen Gegenbewegung nach unten. Wir haben ja jetzt zur Wochenmitte hier diese Aufwärtsbewegung und sollte der DAX hier nochmal ein kleines Stück zurückkommen, 15.100 wäre dann so diese Abfischen-Order, dass wir da wirklich zu einem sehr günstigen Kurs reinkommen. Und von den Kurszielen nach oben hin haben wir natürlich zunächst die 15.500 hier. Dann würde diese Kurslücke vom Wochenauftakt dann im weiteren Verlauf geschlossen werden. Das heißt, da kommen wir dann schon
wieder an die runde Zahl von 16.000 Punkten. Dann haben wir die 16.300 natürlich als das bisherige Allzeithoch und im weiteren Verlauf dann, ja, ich gehe mal von runden Zahlen weiter aus. Das heißt, wir sind dann relativ schnell dann auch schon bei der 16.5. Darüber hinausgehende Kursziele will ich noch nicht nennen, weil das verfälscht vielleicht etwas das Bild. Jetzt muss man erstmal gucken, ob wir reinkommen, dass dann auch die Unterstützung bei 15.000 bzw. 14.800 hält und dass im nächsten Schritt dann auch diese genannten Kursziele dann abgearbeitet werden und dann können wir sicherlich im nächsten Webinar nochmal auf diesen Trade eingehen. Auch an der Stelle, bevor ich an den Holger übergebe, nochmal das Trading Setup zusammenfassend. Wir haben eine Limit Order bei 15.100, wenn der DAX ein kleines Stück zurückkommt, den Stoppkurs knapp unter den markanten Tiefs bei 14.700 Punkten und nach oben hin die Ziele 15.5, 16, 16.3, das bisherige Allzeithoch und dann eben nach oben hin weiter runde Zahlen bei 16.500. Soweit von meiner Seite vom Trading Setup und mit der Information übergebe ich dann an den Holger. Ja, an der Stelle übernehme ich dann doch wieder gerne. Vielen Dank dafür. Und auch jetzt wieder auf unserer Seite. Ich nutze auch hier die Produktsuche. Und wer das Format schon mal gesehen hat, mag ich ganz gerne die Unlimited Turbo-Optionsscheine mit vorgelagerter Schwelle. Warum mache ich das? Ich habe den automatischen Stop-Loss schon mit drinne. Das heißt, ich muss jetzt nicht sozusagen noch die Order beachten. Das heißt, in dem Moment, wo dann ja, das Stop-Limit oder beziehungsweise die Knockout-Barriere des Produktes berührt wird, wird das Produkt automatisch ausgestoppt und der Rest wird dann vergütet. Das heißt also, an der Stelle suchen wir nach den Unlimited Turbos und der DAX ist hier auch schon als erstes vorausgewählt. Wir suchen eine Long-Strategie und wie der Stefan sagte, bei 14.700, da gucken wir doch mal. Ah, jetzt bin ich beim Basispreis, Entschuldigung, die Knockout-Barriere bei 14.700 Punkten bis 14.720. Na, schauen wir mal. Ja, da haben wir hier 14.700 Punkte, würde genau sozusagen passen, die Knockout-Barriere, die Differenz hier sind ja etwas 400. Ne, 322 Punkte, also 3,22 € würde es aktuell auf aktuellem Niveau am besten zurückgeben. Schauen wir uns das jetzt aber mal im Detail an. Wie setze ich jetzt den Einstieg? Wir haben ja gesagt, 15.100, das heißt, das Produkt, jetzt muss man beachten, 100 zu 1 bedeutet, dass jeder DAX-Punkt in diesem Produkt im Endeffekt ein Cent ist. Ja, bedeutend, wir suchen Limit 222 Punkte tiefer. Das wäre in diesem Falle 2,22 € tiefer. Auf aktuellem Niveau wäre das ein Limit von 7,24 in diesem Turbo-Optionsschein. Und ja, nach oben. Wie rechnet man das aus? Macht man ziemlich genauso. Wäre also dann ein Kursziel von 16.000 anstrebt, muss dann einfach wirklich nur 16.000 minus den Basispreis nehmen und durch das Bezugsverhältnis teilen, beziehungsweise jede 100 Punkte sind 1 € im Schein. Das heißt, man weiß ziemlich genau, ja, wo kann ich einsteigen, aussteigen. Wer ein bisschen später einsteigen will, muss natürlich dann sein Limit tiefer setzen. Also dann sind es ab jetzt keine 220 Punkte, die man oder 2,20 € die man vom aktuellen Preis diskontiert, sondern ja, wenn man bei 15.050 einsteigen will, dann nimmt man entsprechend die höhere Differenz. In dem Falle wäre das jetzt 270 Punkte und kann damit sein Limit steuern oder höher. Nehmen wir an, jemand will schon mal 15.300 rein, dann sind es gerade 25 Cent in dem Schein. Also das ist relativ einfach auszurechnen. Ja, ich soll jetzt nochmal, den Stopp hat er gemacht. Ja, nee, so viel von meiner Seite. Also wenn es dazu dann keine Fragen gibt, gebe ich nochmal zum Ingmar zum Abschluss zurück. Vielleicht hat er auch noch was für uns.
Ja, das habe ich gerade auch schon überlegt. Wir haben ja noch etwas Zeit, was man noch mal sagen kann. Insgesamt natürlich, wir hatten ja, ich übernehme jetzt gleich mal kurz den Bildschirm noch mal, dann können wir uns das noch mal kurz zusammen angucken. Die Edelmetalle sind natürlich bei uns weiterhin im Fokus, deshalb rufe ich noch mal kurz meinen Bildschirm auf und zeige noch mal eben die verschiedenen Saisonalitäten für eben Gold, für Silber, für Palladium und für Platin. Ja, die verschiedenen Edelmetalle kamen jetzt nochmal deutlicher zurück, aber man muss immer wieder versuchen und den Tipp kann ich immer nur wieder geben, wenn man dann in Panik verfällt, das bringt natürlich nichts, sondern einfach sich nochmal die verschiedenen Vorfilter angucken, nochmal sein Trading-Setup hinterfragen, ob alles noch so ist, wie man das anfangs auch gesehen hat und dann einfach versuchen, möglichst objektiv das Ganze zu analysieren und dann eben zu einem Schluss kommen, ob man eben hier einen Trade eröffnen möchte oder nicht. Auf jeden Fall können wir uns das nochmal kurz zusammen angucken, damit das nochmal jeder gesehen hat. Für Gold sieht das natürlich ab oder seit November schon sehr positiv aus von der Saisonalität hier. Bis Mitte Dezember in etwa kann es nochmal so einen, ja, einen kleinen Rücksetzer geben. Aber übergeordnet der November, der Dezember, der Januar, dann der stärkste Monat des Jahres. Februar leicht positiv, März nur leicht negativ, April nochmal positiv. Also mehrere Monate in Folge, wo man jetzt davon ausgehen kann, dass der Goldpreis ansteigen sollte. Ähnlich sieht das beim Silberpreis aus. Hier haben wir eben auch eine sehr positive Saisonalität. Über 6 Monate sogar. Start war der November. Auch hier November, Dezember, Januar, Februar, März, April. Alle Monate positiv. Auch hier sollte man davon ausgehen, dass der Silberpreis dann weiter anziehen sollte. Und bei Palladium und Platin sieht das natürlich ähnlich aus. Zunächst einmal Palladium. Da haben wir schon seit längerer Zeit eine positive Saisonalität seit Oktober. Auch hier 3, 4, 5, 6, 7 Monate in Folge, wo man eben von einem steigenden Markt ausgehen kann. Der Dezember, der Januar und der Februar, das sind jetzt die 3 stärksten Monate des Jahres. Und rein von der Saisonalität her müsste man jetzt dort natürlich dann entsprechende Long-Einstiege suchen. Das Gleiche gilt auch, wie eben schon gesagt, für Platin. Auch da seit November positiv. Und jetzt interessant wird es natürlich Januar, Februar, die beiden stärksten Monate des Jahres. Und wer uns kennt und hier auch schon länger dabei ist, der weiß, dass es im Dezember auch immer von uns einen saisonalen Platin-Trade gibt, der dann ab Mitte Dezember startet. Und dann gibt es verschiedene Teilverkäufe im Januar, im Februar und im April. Und das hat eine unfassbar hohe Trefferquote in der Vergangenheit gehabt bisher. Deshalb sollte man auch hier, auch wenn jetzt die Märkte, wie gesagt, etwas zurückgekommen sind, doch mal schauen, ob sich der ein oder andere Long-Einstieg anbieten könnte. Bei den Edelmetallen insgesamt sieht das, wie gesagt, sehr, sehr positiv aus. Und damit, ich glaube, wir sind jetzt 3 Minuten nur noch bis zum Ende. Wenn ich das hier richtig sehe, würde ich sagen, ich wünsche schon mal einen schönen Abend noch. Natürlich weiterhin gute Trades. Das Wichtigste ist, bleiben Sie gesund und fit. Das ist die Hauptsache. Und dann freuen wir uns natürlich aufs nächste Webinar, wenn wir wieder mit dabei sind. Und jetzt übergebe ich nochmal an dich, Holger, und dir natürlich auch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ja, sehr gerne. Dann übernehme ich auch gerne zum Schlusswort. Und ja, ich bin mir sicher, dass ihr nächstes Jahr wieder dabei seid. Zumindest haben wir das so geplant. Ganz kurz nochmal in eigener Sache. Wir haben nämlich heute ein neues Produkt lanciert, wer es interessieren sollte. Wir haben einen Tracker auf, ja, den Megatrend Metaverse herausgegeben. Das heißt, ab sofort können Sie mit einem unlimitierten Indexzertifikat auf den Selective Metaverse Select Index ja, partizipieren. Darunter, wer es noch nicht gehört hat, Facebook hat sich auch umbenannt. Es geht hier um Virtual Reality, virtuelle Welten. Wird vielleicht im Rahmen der, ja, der Pandemie oder auch im Rahmen, dass sich jeder einigelt, vielleicht in der Zukunft wirklich das Thema sein. Wie gesagt, wenn Sie Interesse haben, schauen Sie es an. Ansonsten, ja, vielen Dank an die 3 Kollegen und ja, ich freue mich schon auf nächste Woche, auf das nächste SG Active Trading und würde mich natürlich freuen, wenn Sie dabei sind. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen guten Abend. Bis zum nächsten Mal.